Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte die Anastasia Beverly Hills Palette ausprobieren. Heute Samstag. Heute gibt es Look 3 und 4. Und dann habe ich gedacht, fasse ich alles zusammen, wie mir die Palette so gefallen hat und mache noch einen fünften Look dazu. Ich glaube, das ist dann 5, ja. Und heute soll es um grün und blau. Also, ja, grün. Pink wollte ich benutzen, genau, ein Auge wird pink, das andere wird so grünlich mit diesem blauen Schimmer und das andere wird pink-orange wahrscheinlich. Ich habe da so eine Idee, was ich so machen möchte. Ich werde euch einfach die Farben dann noch zeigen. Also ich meine, muss diese Palette nicht unbedingt haben, sage ich mal, aber wenn man sie hat, dann kann man sich austoben. Ich habe heute auch einen blauen Highlighter drauf, also das so grün und blau und ich finde es einfach geil, manchmal auszuprobieren, einfach sich auszutesten, mal was ganz Neues aus. Ja, keine Ahnung, irgendwie macht mir das Spaß, deswegen machen wir das ja auch, ne? Weil es auch einem Spaß macht, also mir zumindest, sonst würde ich es gar nicht erst machen. Also ich kann meine freie Zeit natürlich auch anders da nutzen, aber es macht mir halt einfach wahnsinnig Spaß, deswegen bin ich da ganz und gar. Ja. Okay, dann machen wir doch das Auge grünlich. Ich fange an mit dem dunkelsten Ton. Und da möchte ich eigentlich so einen fester gebundenen Pinsel benutzen. Ich benutze den hier. Oder wartet mal. Ich nehme so einen Anastasia Beverly Hills Pinsel und benutze da die flache Seite und gehe in B2 rein. B2 ist so... Wenn man die, Reihen einzeln swatcht auf dem Arm, habe ich gesehen, ich habe versucht, so amerikanische YouTuber zu gucken, die so richtig krasse Looks damit machen, wo ich dann denke, oh, eine Dreiviertelstunde für ein Auge, pff, mühselig. Aber wenn man die einzelnen Reihen swatcht, hat man ein Farbschema, also da kann man das wirklich gut benutzen. Also diese finde ich total, das ist einer der herbstlichen Paletten, die es gibt, oder? Also mehr Herbst geht ja eigentlich gar nicht. Naja, wir nehmen B2. Mal gucken, wie und was. Okay, das war ein bisschen too much hier. Also ein blauen Ton wäre nicht schlecht, wenn einer drin gewesen wäre. Aber ganz ehrlich, wen kann man es denn schon eigentlich recht machen? Ich meine, wenn wir die Farbe von meinem T-Shirt, von meinem Kappa-T-Shirt nehmen, was Mutti mir geschenkt hat. Ich finde es einfach geil. Also es ist mein Schlaf-T-Shirt. Oben, ich sag ja immer, oben ui, unten fui. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich für dicke Füße habe. Also es geht jetzt wirklich dem Ende zu, würde ich einfach mal sagen. Ende mit der Schwangerschaft, ne? Ja, ich hoffe auch nur, die letzten Kilos, die ich zunehme, sind Wasser. Damit es so schnell wie möglich aus mir heraus verschwindet. Ich kann schon einmal hören, was die Ärzte manchmal einem vorwerfen und sagen. Ja. Also das hier war ein bisschen too much. Dann, also das Pigment trägt sich ganz gut auf, kann man jetzt nichts sagen, und lässt sich auch eigentlich mit sich selber gut verblenden. Natürlich wird das manchmal fleckig, das ist aber, finde ich, irgendwie auch schon normal. Ja, hat aber auf jeden Fall dieselbe Farbe. Mein Kaktus sieht ein bisschen heller aus als mein Auge. Wenn man so guckt, sind wirklich viele Flecken da. Aber es ist halt eine matte Farbe, ne? Das habe ich schon bei einigen Farben. Dann möchte ich auf jeden Fall in... Okay, ich mach mir mal kurz einen Plan. Okay, ich gehe in E3 rein. Oder A5. Ich gehe, glaube ich, in A5 rein. Das ist, ja, hier das Orange.
gehe das mit dem Pinsel. Ich möchte jede Farbe benutzen aus dieser Palette, um zu gucken, wie die auch miteinander performen, ne? Also man kann mit dem Anastasia Beverly Hills Pinsel schon arbeiten, ich finde. Also wenn man vielleicht kein Anfänger ist oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie man heutzutage anfängt. Ich habe überhaupt mit einer scheiß Applikator angefangen, mich zu schminken. Weiß gar nicht mal, wie das möglich ist. Und so ein Mini-Applikator. Schön aus. Ich weiß nicht, diese Palette erinnert mich an Kürbis. Also das, was ich auf dem Auge habe, ist definitiv Kürbis. Mehr Kürbis geht da ja auch nicht. Ich habe das nochmal aus meinem Aufgebraucht-Video rausgeholt, bis ich ein neues kaufe. Boah, das sieht schon geil aus. Ich muss sagen, das Orange knallt wirklich sehr. Das Grün, wenn ich mein Auge ganz normal habe, dann knallt es auch. Wenn ich das aber so mache, also so zuziehe, sag ich mal, dann wird das, also wird das weniger an Farbe. Ja, ist wahrscheinlich auch normal. Ich gehe aber auf jeden Fall in den E1 nochmal rein, um da einfach das Produkt aufzubauen. Oder war das die B2? Gott, muss ich mein eigenes Video jetzt angucken, oder was? Also Alzheimer lässt auf jeden Fall grüßen. Ihr seht hier vielleicht ein bisschen Fleck, was mich jetzt, wenn ich das Auge zu habe, gar, also auf, meine ich, gar nicht so stört. Also es geht eigentlich. So würde ich das Haus auch verlassen. Weißt du, was ich meine? Ich trage mir auf jeden Fall dann noch E4 auf. E4 ist gelb. E4 ist auf jeden Fall gelb und das trage ich jetzt mal. Ja, ich hoffe nicht grünlich auf. Ich habe schon ein paar Videos angeguckt und sie sind auch ganz nett. Aber ja, haut mich halt auch nicht so vom Hocker. Ich muss sagen, eben wie gesagt, eine Dreiviertelstunde möchte ich jetzt eigentlich nicht brauchen. So viel Speicherkapazitäten habe ich auch nicht mehr. Also da will sich das gerade nicht so aufbauen. Ich muss auch sagen, vielleicht ist das nur eine Make-up-Artist-Palette. Wisst ihr, um einfach Looks zu machen für Fotos. Für Fotos, dann kannst du sie noch bearbeiten, kannst du noch dies machen, kannst du noch jenes machen und fertig. Also da musst du dir nicht so viel Mühe geben. Würde ich einfach mal behaupten. Genau, ich behaupte jetzt auch mal, dass ich eine Cut Crease mir doch ziehe. Ich weiß auch nicht. Oh, Kinders. Schnell zumachen. Irgendwie ist das nicht mehr das Gelbe vom Ei hier. Versuche. Pinsel immer so flach wie möglich hier zu halten, aber die Morphe-Pinsel, die springen einfach als auf. Und ich verschwinde mal wieder. Dann gucke ich noch mal gerade. Also mit dem Morphe-Pinsel bin ich echt nicht zufrieden. Ich finde die nicht gut. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach keinen Sinn und Zweck da drin, ne? Die gerne zu benutzen, sag ich mal. Da komme ich mit denen viel, viel besser klar. Und die sind viel größer. Also ich tippe das jetzt mal so an.
Mach ein bisschen meine Wimpern sauber. Das war nämlich nicht der Plan. So. Voilà. Ja, lass mal fürs nächste Auge. Auf jeden Fall. Genau. Ich wollte ja den Pinsel ausprobieren. Jetzt darf ich nur keinen Fehler machen, weil ich überlege, was ich machen wollte. Genau, ich mache ein pink-lilanes Auge und das wird halt so ein Auge. Deswegen benutze ich jetzt dieses Blau hier. Das Grün ist wunderschön, das haben wir ausgetestet. Dieses Blau, das hat auch. Oh, wie soll ich euch das sagen? Das hat einen Schimmer, das ist, scheint mir fast schon duochrom zu sein. Ich weiß es nicht. Super interessant. Auf jeden Fall nimmt sich auf jeden Fall schon mal gut auf. Ich bin gespannt. Oh, ich hoffe, ihr habt das scharf gesehen. Ich muss unbedingt, wenn ich das schaffe, nach der Geburt und sowas, also, also im nächsten Jahr, eine Kamera zu holen. Wirklich, das ist, ich meine, es steht immer wieder was Neues an. Ich möchte jetzt erstmal Kühlschrank. Das möchte ich jetzt schon so lange. Ich kann mich aber immer noch nicht entscheiden und außerdem weiß ich nicht, ob ich das. Was für ein Kühlschrank ich eigentlich will. Mann, bin ich entscheidungsfreudig. Schaut mal. Wow. Wow, chica, wow. Also das ist nicht mein liebster Pinsel, denn ich zeige euch mal, wie man das nämlich auch auftragen kann. Ich benutze einen Anastasia Beverly Hills Pinsel. Der ist zwar nicht so präzise, dennoch trägt er das Produkt einfach gut auf. Seht ihr das, was ich meine? Es ist einfach, es legt sich einfach so. Und voilà. Also es ist grün. Wenn man da dran kommt, staubt das ein bisschen. Vielleicht muss man das ein bisschen auf einer noch feuchteren Base auftragen. Okay, ich mache jetzt alles damit voll. Weil diese Pinsel, die sind echt eigentlich Gold wert. Obwohl sie so ein Billigprodukt sind von Anastasia Beverly Hills, können die wirklich. Was mein Auge ist so ein bisschen eingedingstert, aber es ist noch okay. Also ich finde es nicht schlecht. Also ganz ehrlich, kann jetzt mal nicht hier rummeckern. Wir können noch mal E1 nehmen und noch mal hier so. Wisst ihr, was ich meine? Einfach nur. Ich arbeite gerade einfach mal mit dem Pinsel, der umsonst war. Gab's eigentlich noch nie, oder? So, am unteren Wimpernkranz muss ich irgendwas so mit Schmackes. Mal wieder mit Schmackes. So, den Pinsel habe ich jetzt sauber gemacht. Da benutze ich C1. Das ist ein Champagnerton. Den trage ich ganz vorsichtig auf und gebe mir den. Ja, eher so ein. Es ist einfach ein Champagner mit Gold. Glitzer, also es hat schon echt grobe Glitzerpartikel. So. Ich guck mal. Also hier, man sieht schon einen Fleck. Ist schon ärgerlich. Bei dem Grün, vielleicht muss man da ein bisschen mehr aufpassen. Seht ihr das? Also ich hoffe natürlich, dass ihr das seht. Ich denke, das ist nicht zu übersehen. Ich frage mich nur, warum blau da drin ist, wenn es keinen einzigen blauen Lidschatten gibt. Dann wäre für mich halt einfach sinnvoller gewesen, ein Grün reinzuhauen. Ein helles Grün als Schimmer, ne? Irgendwie. Ja. Okay. Dann. Unten am Wimpernkranz. Ah ja, genau. Ich kann jetzt meinen neuen Errungenschaft. Ich habe mir einen neuen Kajalstift gekauft von Urban Decay. Das ist der Glide-On Eye Pencil in Kult. Leider ist er schon etwas angetrocknet, also der fällt auch raus. Der ist wirklich trocken. Ich habe aber hier ein Feuerzeug, um den mal so ein bisschen
festzumachen. Und ja, es ist ärgerlich, dass ich Geld dafür gezahlt habe. Es wäre für mich auch ärgerlich, hätte ich kein Geld gezahlt und man hätte mir einen geschenkt, weil ich einfach, ja, aber noch ärgerlicher ist es natürlich, wenn man dafür Geld gezahlt hat. Und noch ärgerlicher ist es, wenn die dann halt einfach nicht funktionieren. Auch wenn ich ihn hier jetzt aufwärme. Naja. Es ist viel Rumgemache. So. Also, wenn man eine Technik benutzt, wo man Pigmente aufträgt auf eine farbige Basis, funktioniert es natürlich immer. Ja, ich finde, man müsste noch Glitzer oder sowas dran machen, damit diese Kontraste, diesen Orange und Blau, das Blau und irgendwas sehe ich noch, aber naja, Kult ist für mich derzeitig ein Flop, weil es einfach nicht funktioniert. Ich mag Sachen einfach nicht, die nicht funktionieren. Es geht gar nicht, ne? Es geht gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Dann benutze ich einen Pencil Brush, so ein, ja, was ist denn das? So ein festes, gebundenes Ding und wieder mein E-Pinsel. Ne, meine E1-Farbe. Dieses Dunkel, also dieses Grün, was ich da jetzt auftrage. Oh, habt ihr überhaupt gesehen? Seht ihr? Ich habe extra meinen Spiegel hergebracht. Ja, es ist Samstag und ich habe nicht meine Hose an. geschweige denn BH oder sonst was. Es ist einfach chillig. Ich habe heute Morgen gefrühstückt. Dann habe ich angefangen, meine Fingernägel zu lackieren, abzulackieren. Ich wollte schon abzulackieren und hab sie neu lackiert, für die Geburt schon mal vorbereitet. Also ich meine, es sind noch vier Wochen. Und das kann dann, denke ich, so bleiben. Also nicht Fingernägel, sondern Fußnägel. Muss nur noch gucken, was mit meiner Hornhaut da ist. Ich versuche überhaupt nichts, denn das finde ich so in Ordnung. Nur nervt mich das, sehe ich gerade mit diesem Stift hier. Also richtige Freunde werden wir, glaube ich, nicht. Schade. Er funktioniert, es ist okay. Ich werde ihn, denke ich, irgendwie aufbrauchen können. Aber wenn ihr seht, dass Urban Decay eigentlich viel, viel besser malt. Ups, Entschuldigung. Das ist ganz leicht, wenn ich doll da drücke. Natürlich malt er dann, ne? Aber es ist ja auch nicht Sinn und Zweck, da im Auge rumzupieken. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass die auch so teuer sind, ne? Da dürfen die da doch. Nee, da dürfen die eigentlich gar nicht so weich werden. Ich schieb ihn da jetzt die ganze Zeit rein, um zu gucken, ob er dann besser wird, aber vermutlich nicht. Naja, ist für mich eher ein Flop, weil er halt so trocken ist, aber er war ja auch gebraucht und stand auch drin, dass er eingegangen ist. Das habe ich aber erst im Nachhinein gelesen. Hätte ich mir auch sparen können, das Geld, ne? Ich meine, er war nicht so teuer, wie sie eigentlich kosten, aber trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Genau, okay, dann hätten wir das schon mal. Am unteren Lid würde ich so ein gerne haben wollen. Ich höre gerade, ob der Postbote da war, weil ich warte eigentlich auf Paletten. Auf eine zumindest. Unten am Wimpernkranz benutze ich dieses Orange mit pinken Glitzerpartikel. Das ist das hier, das ist D4. Ist super interessant. Habe noch nie sowas gesehen. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich Entschuldigung. sorry. Okay, meine Süßen. I like it. Okay, das muss man einfach anklopfen. Ich denke, im Laufe des Tages ist das weg.
Also es ist schade drum, aber ich glaube nicht, dass es so lange hält. Um ehrlich zu sein, wenn man nur so Produkte drauf tupft, man, da sieht man auch ganz deutlich, ich glaube in der Kamera sieht man es noch mehr als im Tageslicht, dass es sehr farblos geworden ist. So, ich ziehe mir einen Lidstrich, mache mir noch einen Glitzer an die Cut Crease, hole euch dann dazu, wenn die Wimpern getuscht sind, und dann kommen wir zum zweiten Auge. Dann erzähle ich mal was übers erste. Ja, aber ansonsten habt ihr ja alles gesehen. Also bis gleich. So, meine Lieben, ich bin wieder da. Ich habe die Cut Crease gezogen, also dieses Glitzer an der Cut Crease. Ich finde auch, dass es wirklich schön aussieht. Es gefällt mir super gut. Ich kann euch noch ein bisschen ranholen, dann könnt ihr das auch noch mal ein bisschen besser sehen. Wenn ich mein Auge normal lege. Ja, man kann noch mal, ich bin nur mit einer Schicht an die Cut Crease gegangen, weil sonst trocknet das mir jetzt einfach nicht schnell genug. Und dann einfach einen ganz dünnen Lidstrich. Hier dieser Fleck, der macht mich schon ein bisschen nervös, aber ich meine, man könnte da auch Schimmer drauf packen, ne? Es müsste jetzt auch nicht so bleiben. Man könnte Schimmer drauf packen. Nur gucken, ja, das Glitzer ist noch nicht ganz so trocken. Das ist ein bisschen nervig, muss ich euch sagen. Aber es ist echt schön von W7. Das ist das goldene Glitzer von W7. Es ist aber eher mehr Silber auf dem Auge. Sieht aber richtig, richtig gut aus. Vor allen Dingen, wenn man schwarze Smoky Eyes macht und dann so ein bisschen Glitzer drüber. Dann sieht die Welt ganz anders aus. So, wir werden jetzt mit Lila wieder anfangen. Ich möchte Lila. Lila, 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 Lila und Pink. Ich fange an mit diesen wunderschönen C4 Ton. Den gebe ich richtig schön in meinen Pinsel. Habt ihr das überhaupt gesehen? C4 hier. Richtig schön in meinen Ton. In meinem, wie heißt denn das? In meinen Pinsel hinein. Und trage das so auf. Und das Ganze verblende ich dann mit B4. Das ist ein bisschen lilaner. Ich finde, das ist eher so in die Richtung von Bordeaux, Weinrot. Würde ich schon sagen. Das Ganze. Ich weiß nicht, warum ich nur diesen Pinsel hier benutze. Ich benutze jetzt mal einen kleinen Morphe-Pinsel, M506, und gehe in B4 rein. Das war der da oben. Das war der etwas lilane Ton. Und verblende bis hier ungefähr. Also der wirkt jetzt nicht so fleckig, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich mein Auge so ziehe, wie das Grün hier. Muss schon sagen, dass das Grün eher fleckiger geworden ist als das andere. Ich kann auch B4 direkt schon mal unten an meinen Wimpernkranz packen. Es sind Pigmente. Mit Pigmenten arbeitet man eher so in tupfenden Bewegungen. Man kann das Ganze aber auch mal, ne, verblenden und sowas. Auf die Wasserlinie würde ich nämlich einen anderen Glide-on-Eye-Pencil draufpacken. Ja, hier, ich glaube, hier verblende ich nochmal. Mir fällt da nämlich gerade ein, dass ich da gar nicht verblendet habe. Ich nehme A4. A4 ist ein hellgrünes Tönchen. Und packe den auf das Dunkelgrün. Das so eine gute Idee war, ich weiß es auch nicht. Und verblende mal, damit es ein bisschen höher gezogen ist. Wisst ihr, was ich meine? Dass der Lifting-Effekt durch das Verblenden entsteht. So. Also. Ich weiß nicht, das sind so tupfende. Vielleicht könnt ihr das sehen, so. So verblenden im Tupfen und so ein bisschen rumgefummelt halt. Was soll man das sonst sagen?
Ich finde einfach die Farbe, wenn ihr das so anguckt, einfach so genial bei grünen Augen. Ich weiß es nicht, da strahlt doch viel, viel mehr dieses Bordeaux-Lila-Pink aus, wie irgendwas anderes. Also ich habe hier so ein Teil und da mache ich meistens meinen Pinsel sauber, wenn ich den weiß, dass ich eh in derselben Farbfamilie bleibe. Dann würde ich B3 nehmen. B3 ist dieses Pink hier. B3 ist Neonpink, würde ich schon sagen. Also kommt sie ziemlich neonhaft. Richtig geil. Ich erhoffe mir so sehr, dass ihr das alles seht und dass es wirklich super ist. Ich überlege gerade, was ich. Ich benutze E3 oder A2. Ich benutze A2. Oder habe ich A2 hier schon benutzt? Ich benutze E3, meine ich dann. Ja, ist ja egal. E3 und gehe da mit demselben Pinsel, mache ihn nicht sauber, gehe da einfach rein und trage mir das Orange einfach da auf. Oh, wie schön! Und damit kann ich auch so ein bisschen hier mit dem Restprodukt verblenden. Sieht so geil aus. Also entschuldigt bitte. Ich bin so fasziniert. Sowas von fasziniert. Ich liebe es. So, E3 trage ich ziemlich am. Ich gucke da rein. Ich habe so viel gebakt, dass sogar die Drehsäcke gebakt worden sind. So, so schön. Ich weiß nicht, ob ihr diese Pracht überhaupt sehen könnt. Es gefällt mir so, so gut. Dann benutze ich B3. B3 war das Pink. Trage das hier unten auf. Einfach so, so genial. Ich weiß gar nicht, was ich auf meinem beweglichen Lid benutzen soll. Da benutze ich auf jeden Fall mal Concealer. Das war der von BH Cosmetics, der Concealer. Ich bin hier fertig schon. Also das Auge ging viel schneller als dieses hier. Da muss man mehr fummeln, mehr machen, finde ich. Also man muss immer wieder den Pinsel flach andrücken. So. Okay, das hätten wir schon soweit. Man kann das auch dann den Pinsel so ein bisschen sauber machen an Handrücken, Serviette oder irgendwas und dann nochmal mit dem Pinsel so antupfen, damit wirklich alles Cut-Crease-mäßig schön angetupft ist und nichts stört. Ich könnte es rein theoretisch so lassen, es gefällt mir auch total mit irgendeinem hellen Lidschatten noch. Daran rummachen, das wird oh, genial aussehen. Ja, was machen wir? Wir benutzen auf jeden Fall mal B5. B5 ist das Lila, ne? Ja. Wie gesagt, mir gefällt die
Applikation mit diesen Pinseln irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, wozu nutzt ihr so Katzenzungenpinsel, die synthetisch sind? Also so richtig, flach. Ich hoffe, ihr seht das. So. Und der Rest vom Fest kriegt eine andere Farbe. Der Rest vom Fest kriegt dieses wunderschöne. Ja, ich muss mal kurz herausfinden, was der Unterschied zwischen den zwei Farben ist. Gar kein Unterschied. Ich benutze D5 und das ist so einer der Schimmertöne, die noch übrig geblieben sind. Und trage den mal schnell mit dem Finger auf. Und dann nehme ich mir einfach einen passenden Pinsel, der mir das aufträgt. Das ist D5. D5 sieht aus wie D2. Es ist so, ja, ein Peachy. Oh nein. Tinnitus, ich hasse Tinnitus. Tinnitus ist anstrengend. Ich benutze nochmal E5 mit demselben Pinsel. Also der ist mir echt lieber. Der hat gar nichts. Der hat 3 € gekostet. Das ist mein liebster Pinsel. So. Innerer. Ich glaube sogar, dass es besser aussieht mit dem Kajal in der Wasserlinie. Ja. Genau. Und dann müsste man einfach einen Pinsel nehmen. Nee, die Pinsel kommen weg. Das ist nichts. Da rege ich mich nur auf. Gar keinen Bock. Wirklich gar keinen Bock, sich so aufzuregen. Ich versuche halt einfach irgendwie was zu gestalten. Das Glitzer fliegt halt rum. Ja, aber man kriegt es eigentlich schon relativ gut weg, weil man halt gebaked hat. Das wäre fast das zweite Auge schon. Ich würde auch da mal einfach eine Glitzer-Crease ziehen. Ich zeige euch das mal, wie ich das mache. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich hoffe, ihr seht es. Das war es eigentlich schon. Und es müssen auch keine teuren Glitzer sein. Ich glaube, die haben 5 € gekostet. Die sind so, so schön. Und dann ganz vorsichtig halt einen Liquid Liner ziehen. Das Ganze muss ich heute noch abschminken. Leider, es ist so schön. Ich hätte gerne dieses Auge heute gehabt. Wow. Es macht einfach so, so Spaß, kreativ sich auszuleben. Aber wenn man nicht weiß, wo sein Eyeliner ist, dann irgendwie nicht so richtig. Ich benutze den jetzt hier. Das war mal früher mein Liebster, bis ich diesen Super Ink entdeckt habe. Und der Super Ink ist mir echt lieber. Ich weiß nicht warum, aber. Der ist halt noch präziser.
was soll ich sagen? Es sieht einfach schön aus. Ich benutze C4. Geh noch mal hier hinten. Also ich weiß nicht, ob ich noch einen Look hinkriege. Ich denke schon. Ja. Wir sehen uns gleich mal wieder. Ich tusche mal kurz meine Wimpern und bis gleich. So, meine Lieben, meine Looks sind fertig. Mir gefällt natürlich auch diese Seite sehr extrem gut für den Alltag. Es ist für mich echt eine Alltagssache. So würde ich mich natürlich getrauen, weil ich finde, es ist ja, passend zu grünen Augen. Da kommt einfach das Strahlen raus und es sieht einfach gigantisch schön, finde ich. Diese Seite ist eher und, was für kreative Looks. Ja, ich meine, ich habe 30 Minuten jetzt für meine Augen oder 35 Minuten gebraucht. Ich werde es natürlich schneiden oder versuchen zu schneiden, vielleicht auch nur dran aneinander zu hängen. Mal schauen. Ja, was... Welche Seite gefällt euch denn am besten? Die ist halt eher kreativer, würde ich mal behaupten. Wenn man da noch falsche Wimpern drauf macht, ja, dann kann man einfach das Land verlassen. Und da kann man auch mal, ja, schick essen gehen. Ja, so, meine Lieben, ich hoffe, der Look hat euch gefallen oder die zwei. Ich werde jetzt noch mein Fazitvideo heute, denke ich, noch abdrehen und werde was Natürliches schminken. Ja, mal gucken, was es dann wird. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ciao!